beginnt erstmal hier. Willkommen hier, MRC Mettenheim. 13.18 Uhr am Setup-System. Nicht von X-Ray, nicht von Hoodie, sondern hier, schau her, GeForce. GeForce ist vom Map mit Sky RC. Und ganz wichtig ist, genau einstellen. In dem Falle 0,5 pro Seite. Und ab 40 braucht man so eine Lupe. Wenn wir reinschauen, dann sieht man 0,5 links, 0,5 rechts. Perfekt. Perfekt. Auf Anraten meines guten Freund Gregor König, Endladespannung 6,6. Jetzt wieder bei 7,9, aber vorher war er auf 6,6. Alles in Ordnung. Geht es jetzt in die nächste Phase? In die nächste Phase des Rennens. Wichtig ist, an für sich ist schade, dass der Gregor keinen FWD fährt. Hauptsache vor dem Gregor sein. Alles egal, Hauptsache vor dem Gregor sein. Ja. Hallo RCK-Freunde, ich begrüße euch hier vom MAC Mettenheim, hier von der Rennstrecke direkt. Wie ihr seht, ist es leider hier ziemlich nass geworden. Es hat den ganzen Morgen über lang geregnet und wir warten jetzt tatsächlich darauf, dass wir unser RCK-Challenge-Rennen stattfinden lassen können, dass es noch abtrocknet und dass wir zumindest die Finalläufe fahren können. Wir wissen noch nicht genau, ob das funktionieren wird, denn das Wetter, das klart mal auf, mal zieht es wieder zu und. Manche bereiten sich schon vor, manche packen auch hier tatsächlich ihre Regenautos aus, also es bleibt weiterhin spannend. Der gestrige Tag war aber richtig cool, da konnten wir den ganzen Tag trainieren, es war wunderschönes Wetter, wir hatten richtig Spaß zusammen, wie ihr es auch hier schon im Video gesehen habt, war richtig, richtig geil. Und ich habe mich ja auch genannt in der GT-Klasse tatsächlich mit dem SNRC und ich war super überrascht, wie diese Karre einfach läuft, also ich hätte mir das nicht gedacht, ich konnte mit allen anderen Fahrern einfach mithalten. Wir sind hier zwar nur 5 Fahrer in der GT-Klasse, aber ich konnte komplett mitfahren. Das war richtig cool. Also ich hoffe, dass wir noch die Finale fahren können und dass es noch weiterhin Spaß macht. Das Rennen hier in Mettenheim ist jetzt durch.
Und wir konnten tatsächlich noch trotz Regen einfach 2 Finalläufe fertig fahren. Und es hat einfach richtig Bock gemacht. Also die Leute hier sind richtig cool, die Bahn ist geil. Das Wetter hat jetzt auch gerade noch so mitgespielt. Es war einfach ein tolles Wochenende hier, wie immer in Mettenheim. Also ich kann das wirklich nur stark empfehlen, wer hier aus der Gegend kommt oder einfach Lust hat, einfach mal vorbeizuschauen, einfach die Leute mal anzuschreiben. Die haben auch regelmäßige Trainingszeiten. Es lohnt sich hier immer herzukommen. So, wie lief es jetzt eigentlich für mich? Also ich konnte tatsächlich in Stock, also 17,5 Turn, konnte ich mich auf den Platz 3 vorarbeiten. Da bin ich vollkommen zufrieden. Also hätte ich gar nicht damit gerechnet. Da waren es, glaube ich, 10 Starter oder sowas. Und in der GT-Klasse mit dem SNRC habe ich gar nicht damit gerechnet. Da konnte ich mir den Platz 1 tatsächlich holen. Und ich konnte dieses Rennen somit für mich entscheiden. Ich bin von 3 gestartet und konnte mich einfach in 2 Läufen auf 1 vorarbeiten. Das Auto hat schon ziemlich gelitten, also man merkt schon den qualitativen Unterschied, aber nicht in der Geschwindigkeit unbedingt, sondern einfach von der Haltbarkeit her. Aber ich war absolut überrascht, wie gut dieses Auto lief. Wir hatten jetzt hier zum Schluss natürlich keine High-Grip-Verhältnisse mehr und da hat sich das Auto sogar noch besser geschlagen als bei High-Grip. So, da möchte ich noch eins loswerden, und zwar war das ja hier das DM-Warm-Up. Denn die deutsche Meisterschaft findet hier in 2 Wochen statt. Googelt einfach mal nach der DM von der RCK Challenge und dann findet ihr weitere Daten da dazu. Also hier werden noch Starter aufgenommen. Wer qualifiziert ist, sollte sich unbedingt nennen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Macht's gut, euer Gregor.